Und mit Kapitel Nummer 3, der Heimkehr, heiße ich euch bei Let's Play Uncharted The Lost Legacy wieder willkommen und zurück hier auf meinem Kanal. Nach einer kleinen Pause, das habe ich ja gesagt gehabt, ich brauche ein bisschen Zeit zum Vorproduzieren. Geht jetzt endlich wieder weiter. Ja, es geht wieder gut los. Ja, gut, wir machen weiter. Wir sind unterwegs immer noch mit Cliff Fraser gerade aktuell. Ich weiß nicht, wo die gute Nadine Rossi gerade ist. Ich werde gerade nicht in der Nähe zu sein. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich sag ja, ist das nicht geil? Ist das nicht der Hammer einfach, diese Grafik und einfach dieser Ausblick. So, mal nebenbei. Landschaft. Ich glaube, für ein Foto ist es wert. Das haben wir doch gerade getan. Foto wurde auf ihrem Handy gespeichert. Das können wir uns doch mal angucken. Ne? Ich weiß. Gut, aber dann sollten wir auch ein bisschen in der Story weitermachen. Ich muss mal gerade überlegen, wie wir weitermachen können. Ich würde spontan sagen, in die Richtung hier. Ich habe ja noch einen leichten Husten. Oh, oh. Verdammt. Okay. Mir geht's übrigens das gut. Das war nicht so geplant eigentlich, wenn ich ehrlich bin. War ein bisschen lauter, damit ich auch ein bisschen was für die Kommentare links verstehe. Sollte normalerweise kein Problem sein. Verdammt. Muss ich gerade ein bisschen orientieren, wo wir lang müssen. Verdammt. Wäre da langsam runter zu gehen oder ne, es ist nicht machbar. Wir wissen, probieren. Okay, das war nicht die Planung, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber ich werde tragisch. Die junge Dame ist halt steh auf. Brauche ich hin. Und ja. War der die gar nicht? Drücke L1 und nicht R1. Wupp. Aua. Und wir klettern dann einfach mal kurz hoch, weil wir es ja können. Und dann würde ich sagen, fast da lang gehen. Immer noch da unten? Yep, noch da. Ja, aber ja. Nathan Drake konnte das auch sehr gut. Und wir können es doch auch. Beziehungsweise. Jute Chloe. Los, gib mir die Hand. Geht schon. Okay. Ach, da ist er doch. Hallöchen. Mache ich halt alleine. Soll ich fahren? Hab ein Auto. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Okay, wir können die Seilwinde gerade nicht benutzen. Dann steige ich mal ein. Klappt mir GTA übrigens auf dem Dreieck. Für die Leute, die fragen, hey, spielst du eigentlich PC oder sowas? Nein, nein. Die komplette Uncharted-Reihe, das habe ich aber beim vierten Teil auch schon ein paar Mal gesagt, für die Leute, die wissen wollen, guckt einfach in die Playlist. Sehr geiles Spiel, definitiv, hat mir sehr gefallen. Genauso wie dieses hier bisher. Die komplette Uncharted-Reihe ist PlayStation 4 exklusiv. Naja, PlayStation exklusiv. Ich glaube, der erste Teil gab es auf der PlayStation 3 oder so. Okay? Alle anderen sind dann auf der PlayStation 4. Also Teil 2, 3 kommen übrigens auch noch. Also 3 kommt danach und 2 kommt dann danach. Sonst oder eine andere Reihenfolge. Mal gucken. Und ich habe keine Häuserla-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Häuserla gehört. Naja, es ist die Ich wundere, dass gerade keine Untertitel an sind. Normalerweise müsste ich die Untertitel anhaben und die werde ich euch jetzt direkt anschauen, damit ich nämlich ein bisschen quatschen kann, während die beiden Damen ein bisschen schnacken. Damit ihr auch die Dialoge ein bisschen mitlesen könnt. Ich gucke mal gerade, ob ich es hinkriege.
Untertitel, da sind sie. Die wollte ich haben. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem so, damit ihr auch mitlesen könnt, was Sache war. Und führte die Perser direkt vor seiner Haustür. Ja, aber ja, schön den Wasserfall hoch. Und jetzt uns. Schau mal, Flamingo treffen. Okay. Mal weiterfahren oder sollen wir hier? Frage ist. Wo lang, ne? Ob die Falle ruhig ist. Es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwie einen Hut oder so. Können trotzdem hoch. Das war nicht so die Planung. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Gucke. Okay, da hoch wollte ich. Eigentlich wollte ich da hoch irgendwie, aber ich glaube, wir können tatsächlich versuchen, mal hier durchzufahren. Funktioniert, ist eine andere Sache. Das Wasser tatsächlich nicht zu sein. Es geht also. Geh was hin? Seilwinde, mit der Seilwinde da hoch zu gehen. Warte mal. Ist. Na, da, okay, das sind Steine, das ist Stein. Regenbogen. Wie sieht das gerade? Da ist einer. Ah, Mann. Also im Auto komme ich da nicht hoch. Ich glaube, da ist was hinter den Wasserfällen. Okay, könnte funktionieren. Frage ist, was ist dahinter? Durchfahrt? Erfrischend. Meine Waffe mag Wasser nicht so. So was ähnliches. Funktioniert. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Hätte sein können, dass die andere geht. Ja, ich befürchte nicht, ich denke mir, dass wir hier weitermachen können. Hey, da kommt! Na, sieh mal an. Hoysala-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Mal gucken. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebit, der neueren Hauptstadt von Hoysala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt, Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey, hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut.
Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Gut. Mal Designwinde. Und ich denke, dass wir die einfach hier das Tor hängen, an den Querbalken hängen. Verdammt. Gut, dass das irgendwie gut ist. Lad mal nach. Okay, alles okay. Wir sollten mal Waffen mitnehmen. Ich nehme die Waffen kurz mit dir, die sie hier so liegen gelassen haben. Ah, Moment, das ist ein AK, oder was? Nice. Nice, nice. Hier noch einen. Normalerweise müsste doch hier hinter noch einer gelegen haben, oder nicht? Ja, aber Gott sei Dank, da haben wir noch einen. Granätchen nehmen wir mit. Gut. Ich sagte doch gerade noch. Zu ruhig war es auf jeden Fall. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Ja. Dann mal los. Und tschüss, offen. Und wir haben direkt Auffahrt. Aber ob das nur der die Vorhut war oder ob das noch mehr kommen oder war es sogar schon. Wir haben hier ein bisschen Ruhe. Wir werden es erfahren. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann dich Sentimentalität umbringen. So, Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Los, 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 los! Verdammt, verdammt, verdammt. Ich glaube, wir müssen wieder die Seilwinde benutzen, oder? Na los, na los! Ich hab noch was vor. Mach das anders. Wir fahren und suchen uns mal rückwärts, ob es geht. Okay. Das klappt auch nicht. Mal gehen. Na, geht doch. Oder so. Man muss manchmal nur wissen, wie man sich helfen muss, ne? Zieh weiter. Geschafft. Jawohl, ja. So. Fahren wir hier mit dem Auto weiter oder gehen wir zu Fuß weiter? Das ist jetzt die große Frage. Bei dem. Mit dem Auto. Asaf. Gut erkannt. Ein ganzes Bataillon dabei. Und drinnen sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Was von Cobra 1 gehört? Schon schief gehen.
4, das geht ja noch. 5. Würde noch gehen. Ich weiß nicht. Das Problem ist einfach, man weiß nicht, wie viele da drin sind noch, ne? So, nämlich kann ich mir nicht holen.